是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的小脸温暖我的心窝。So, wir sind heute unterwegs im wunderschönen Berlin, um Berlins beste Currywurst zu essen. Und es ist gar nicht so einfach, Berlins beste Currywurst zu finden. Man kann einige Reiseführer durchlesen oder mal im Internet schauen. Aber überall, wo man reinschaut, gibt es ein Geschäft, das immer ohne Ausnahme als beste Currywurst-Imbissbude genannt wird. Und das ist der Laden Curry 36. Und da gehen wir jetzt hin. Wir sind doch eigentlich schon da. Das ist U-Bahn-Station Mehringdamm. Ich zeige euch das gleich auch noch auf der Karte, wie ihr da hinkommt. Und ich habe schon oft hier gegessen. Ist eine sehr bekannte Meile. Ihr seht hier im Hintergrund haben wir Asia, da gehen wir direkt mal vorbei. Ein Riesenangebot hier auch an solchen komischen asiatischen Nudeln in der Box und Sushi und sowas, ja. Aber wir gehen jetzt mal zu den Sachen, die wirklich wichtig sind. Die gute Currywurst. Und diesen Laden gibt es schon sehr, sehr lange. Der hat auch relativ große Konkurrenz mit anderen Geschäften in Berlin und in Hamburg. Es gibt großen Streit darüber, ob die Currywurst aus Berlin kommt oder aus Hamburg. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie aus Berlin kommt. Ja, wir sind auch schon quasi angekommen. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Mit Sahne und ein bisschen Pfeffer.
danke. Hallo. Wie Curry mit Pommes? Mit oder ohne Dampf? Ohne. Schauen wir mal. Ja, auch zwei Wunder mit, genau so mit Curry mit Pommes. Okay, dann probier mal. Das war ehrlich. So, wir haben hier eine Currywurst mit Darm. Und und eine Currywurst ohne Darm. Das Original in Berlin ist ohne Darm. Welche schmeckt dir besser? Ich glaube, ganz andere Wurst, oder? Etwas unterschiedlich. Die ist rot. Mit Darm ist, glaube ich, ein bisschen rot. Ohne Darm ist weißer. Sau lecker. Okay. Was soll ich dazu sagen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Total lecker. Auch ziemlich günstig von den Preisen her. Und schon so berühmt in Berlin. Und immer, schmeckt immer noch genauso wie vor 10 Jahren fast oder so. Total lecker. Eine selbstgemachte Currysoße. Ich glaube, da holen wir uns mal eine Flasche mit. Und dieser Kebab-Stand hier, neben dem Curry 36, ist inzwischen mindestens genauso bekannt wie der Curry 36 an sich. Scheint sehr beliebt zu sein. Schaut euch mal diesen riesen Kebab hier an, der da hängt. Gemüse-Kebab. Man riecht frisches Brot. Riecht sehr, sehr gut.你是我的小呀小苹果，怎么？